Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Eine Menge Infos zu Season 10. Season 9 ist auch ein bisschen was dabei. Ich habe Infos zum Battle Pass für Season 10. Ich habe ein paar Bilder zu den Gun Charms. Leider gibt es noch keine Dive Trial Informationen, wie die aussehen sollen. Die neue Arena Map ist optisch schon bekannt. Bangalore Edition ist auf dem Weg, ich denke in Season 10, erst nicht mehr in Season 9. Ein Arena-Event ist jetzt kurz vor Release. Ob das jetzt aber mit einem neuen Modus in Verbindung steht oder rein kosmetischer Natur ist, weil es da wieder store-technisch ein paar Skins zu kaufen gibt. Ich habe eine Menge Skins vorbereitet, alles von Shrugtoll zusammengetragen, dem Dataminer. Season 10 Teaser-Daten sind auch bekannt, an welchem Tag welche Teaser kommen oder was für, also das Teaser kommen, was da genau passiert, weiß ich allerdings noch nicht. Wie gesagt, eine Menge Skins. Ich fange einfach mal mit der Vault an. Die Vault soll im Battle Pass Season 10 Stufe 100 und Stufe 110 der reaktive Skin sein. Dann gibt es zwei legendäre Skins wieder für zwei Legenden. Einmal für Walk und einmal für Horizon. Mehr gibt es im Battle Pass gar nicht zu sagen. Skulltown gibt es übrigens auch noch Informationen, was die Arena betrifft. Komme ich aber gleich zu, wenn ich überhaupt über die neue Arena-Map spreche. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Bangalore Edition, die ich denke in Season 10 erst kommt. Der G7 Scout Skin hierzu finde ich optisch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Bangalore-Skin kommt dazu. Dann gibt es wieder 2000 Apex-Coins. Einen Gun-Charm gibt es. Und es gibt noch eine Badge. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt erinnert ihr euch an diesen Part aus dem Trailer für Season 9? Das ist die neue Arena-Map. Soll sich Overflow nennen. Moment, hier sind wir wieder. Hier soll sich Overflow nennen und das ist das Bild dazu. Das ist jetzt gestern oder vorgestern aufgetaucht, auf Twitter auch von Shrugtoll gepostet. Das ist die neue Arena-Map in Season 10. Overflow sollte eigentlich erst so eine Art Aquädukt sein. Gibt es auch ein Gameplay, wo jemand ohne Texturen über die Map läuft, sieht aber dem überhaupt nicht ähnlich. Und wir können davon ausgehen, dass Overflow definitiv die neue Map ist. Und jetzt möchte ich Skulltown auch ansprechen. Es kann sein, dass das viele von euch noch gar nicht wissen. Respawn hat uns eigentlich glauben lassen, dass ab Season 10 oder wenn das Event jetzt zu Ende ist, was wir gerade haben, das Genesis-Event, dass Skulltown eigentlich für immer eine Arena-Map bleibt. Das scheint nicht so zu sein. Nach 2 Wochen soll Skulltown als Arena-Map wieder verschwinden. Es gibt eine Begründung, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ich diese hundertprozentig zusammenkriege, aber die einzelnen Maps, die wir in der Arena haben, zumindest die Battle Royale Maps. Also wir haben ja von jeder Battle Royale Map einen Spot, wie zum Beispiel die Artillerie. Diese Maps, da muss auch implementiert im Apex-Spiel auch die gesamte Battle Royale Map irgendwo in dem Code dahinter stehen. Da die Season 0 Map oder allgemein als Kings Canyon und Skulltown hatte, nicht direkt im Spiel implementiert ist, soll es wohl nicht so einfach sein, ohne die Kings Canyon Map im Spiel zu lassen, also die Originale auf Skulltown als Arena-Map. Das klingt irgendwie ein bisschen dämlich, was ich hier erzähle, aber grob habe ich so gehört. Finde ich eine ziemlich bescheuerte Erklärung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es vor ein paar Tagen in meinem Stream erfahren, dass Skulltown keine feste Arena-Map bleiben soll. Ich finde es bescheiden. Ich hoffe, dass Respawn daran arbeitet, dass es auf jeden Fall noch nachgereicht wird als feste Map. Ich finde die Erklärung ziemlich dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mag technisch alles seine Gründe haben, aber ich komme da trotzdem nicht so ganz hinterher. Das einfach nur als Information, es soll wohl so sein, nach dem Event ist auch dieses Ding wieder weg. Übrigens, bevor es weitergeht, eigentlich sollte dieses Video heute gar nicht kommen. Ich wollte eigentlich feststellen, ob das Erbstück von Revenant overpowered ist. Ich habe jetzt Revenant in den letzten Streams ausgiebig gespielt mit dem Erbstück und ich hatte das Gefühl, dass das Erbstück irgendwie einen extrem großen Wirkungsbereich hat, wenn du auf Gegner einprügelst. Viele von meinen Zuschauern finden das auch. Ich habe jetzt aber 5 verschiedene Erbstücke in Ruhe in der Firing Range getestet und es scheint tatsächlich nicht so zu sein, dass der Wirkungsbereich irgendwie größer ist, als zum Beispiel das Butterfly von Octane und so weiter ist. Aber wir können ja gerne mal die Diskussion starten. Habt ihr das Gefühl, dass die Erbstücke oder das Erbstück speziell von Revenant overpowered ist, weil es vielleicht eine größere Range hat? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, wenn du einem Gegner hinterher rushst und dann zuschlägst, machst du so einen enormen Push nach vorne und triffst dadurch leichter den Gegner. Ich habe auch, wie gesagt, jetzt ausgiebig probiert, gemacht und getan und ich habe das Gefühl, zumindest wenn ich gegen Dummies fighte,
die sich ja nicht wehren, dass es jetzt nicht schwerer oder leichter ist, eben mit den diversen Erbstücken da irgendwie zu treffen. Aber gefühlt im Gameplay fühlt sich's krasser an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir fangen jetzt mit den Gun Charms in Season 10 an, die wir als Belohnung in Season 9 bekommen. Das ist der Platin Gun Charm. Wir haben den Dia Gun Charm, Master und natürlich Pratt. Sieht extrem cool aus, wie ich finde. Weiter geht's noch mit einigen Holosprays, die wir noch bekommen als Belohnung. Und hier gehe ich auch davon aus, dass wir natürlich den gewissen Rang erreicht haben müssen, damit wir auch den jeweiligen Holospray bekommen. Dann bekommen wir demnächst wieder ein Summer Sale. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht erst im August stattfindet, also in Season 10. Es kommen wieder bestimmte Bündel zurück und ja, leider wieder. Ich weiß, es wird viele freuen. Ich finde es trotzdem ärgerlich. Der Voidwalker Skin kommt wieder. Auch der junge Bloodhound kommt als Pack wieder zurück, wer den Skin vielleicht verpasst hat in diesem speziellen Event auf World's Edge, wo Bloodhound seinen extra Spot bekommen hat mit diesen Prüfungen um die Prowler. Dann haben wir noch ein paar andere Bündel, gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Ist eher uninteressant und vielleicht ist ja in diesem Voidwalker-Event, in diesem Voidwalker-Bündel dann der schwarze Recolor, der ja auch schon bekannt ist, aber tatsächlich nicht gekommen ist. Als nächstes kommen wir zu den verschiedenen Teaser-Daten. Am 17.07. kommt schon der erste Teaser für die neue Legende. Es gibt noch nicht viele Informationen, welche Legende es jetzt wird. Wird es jetzt vielleicht doch Ash? Wird es vielleicht... Erst hieß es, dass es Prophet ist. Also Prophet soll jetzt wohl Faria heißen. Faria heißt eventuell Seer. Keiner blickt so richtig durch, was mit den Namen jetzt los ist. Und auch die Fähigkeiten sind noch nicht hundertprozentig klar. Deswegen habe ich jetzt noch keine Namen. Und es soll aber wohl so sein, dass es auch so eine Art Cyborg ist. Wahrscheinlich nicht der gleichen Natur, wie es vielleicht Pathfinder oder Revenant ist. Oder eben Ash. So eine eigene Art. Wohl gesteuert von Motten. Ähnlichen Drohnen, die irgendwie die Kontrolle über diese Legende haben. Keine Ahnung. Das ist alles noch ein bisschen schwammig, deswegen möchte ich da gar nicht zu viel erzählen. Aber wir erinnern uns bestimmt in Season 8 der Arena-Map-Teaser, als wir die Arena, als wir in diese Arena geflogen sind über die Firing Range, da sind wir so einen Aufzug hoch und da war so eine Motte als Logo. Und dieses Logo gehört nicht zu Vork, sondern soll zur neuen Legende in Season 10 gehören. Seer, wie gesagt. Und sie soll auch so eine Art Drohne, die wie so eine Motte aussieht, am Start sein. Mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen. Klingt ein bisschen schwammig. Dann gibt es World's Edge Update Teaser, also World's Edge soll ebenfalls ein Map-Update bekommen. Phase 1 ist am 15.07., die zweite Phase am 18. und die dritte am 20. Was da genau passiert, lassen wir uns überraschen, noch nicht bekannt. Kommen wir zum, wie nennt sich dieses Event? Thrill Seeker Store Arena Event. Also es kann sein, dass an dem Namen noch irgendwas anders ist. Auf jeden Fall gibt es dort eine Menge Skins. Was haben wir hier? Wir haben hier erstmal einen 301 Skin. Wir haben einen Mirage Skin, den ich jetzt, naja, so lala finde. Also einfach nur dieser Cowboy Skin, einfach nur mit einem schönen Make-up von einem Clown. Dann haben wir einen 99 Skin, der sieht irgendwie ziemlich crazy aus. Wir haben einen... Oh doch, der passt, der Revenant Skin passt. Genau zur 99 Revenant irgendwie passend. Jetzt aktuell in dem Event das Erbstück passend. Nicht das Erbstück, sondern der Triple Tag Skin und der Skin aus dem aktuellen Event. Das passt ebenfalls zusammen. Dann haben wir einen Pathfinder Skin. Ein Rampart Skin. Dieser Gibby Skin sieht ultra, ultra nice aus, auch aus dem Event. Das soll ein Recolor sein, soll wohl nicht aus dem Event sein. Wir sehen es auch hier, können wir mit legendären Token kaufen. Also das ist ein Recolor für Loba, ist noch mit dazwischen gerutscht. Dann haben wir einen Prowler Skin. Oh, das war es glaube ich schon mit den Skins, mehr habe ich da also erstmal nicht. Und an dieser Stelle auf Olympus an dem Boxring, da wo der rote Kreis ist, steht wohl jetzt aus dem Teaser, aus dem Pathfinder Cinematic Trailer, der über 6 Minuten ging, wer noch nicht gesehen hat, kann ich ja nochmal verlinken. Ich hoffe, das verchecke ich jetzt nicht. Dort steht jetzt diese Statue, die er in diesem Teaser-Trailer oder in diesem Story-Trailer veröffentlicht hat. Diese Statue soll da jetzt stehen. Ich habe es jetzt selber noch nicht geprüft. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es mal abgecheckt habt. Hier sehen aber auf jeden Fall hier, dass die Statue gepinkt wurde. Und als letztes für heute habe ich
soll relativ oben links auf der Map im Olympus, so schreibt es zumindest Structor, sollen diese Plattformen erschienen sein, Parking-Plattform. Was es damit genau auf sich hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Kann natürlich sein, dass das so ein bisschen was mit der neuen Legende zu tun hat, rund um Season 10. Genaueres kann ich da leider aber noch nicht sagen. Und das soll es schon wieder gewesen sein. Habt ihr noch ein paar Informationen, die ich vielleicht nicht hatte, die das Video hier vervollständigen sollten? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.